21 Punkte. Okay, dann, ja, du kannst auf alle Fälle die Söldner so bewegen, wie du möchtest. Sollen die so stehen bleiben? Sollen die sich auf eine Sache konzentrieren, auf einen Angriff konzentrieren? Ich möchte einerseits, dass sich darum gekümmert wird, entweder ob die Seeschilde das machen oder irgendwelche anderen Matrosen, das ist mir egal. Irgendwer muss den hier wieder da rausziehen. Ja. Hol da irgendwen runter, soll da reinspringen, mir egal, wer das macht. Dann möchte ich, dass die Kurga sich einerseits ein bisschen auseinanderstellen, damit sie nicht gleichzeitig alle angegriffen werden. Und dann sollen die vor allen Dingen immer wieder die gleiche Stelle angreifen. Also da nicht wie blöd drauf rumpacken, sondern immer wieder in die gleichen Stellen schlagen. Ja, das macht auf alle Fälle Sinn, damit sie dann zertrennt wird, bevor ihr Schiff zerdrückt wird. Du kannst sehen, wie Gonnach gerade aus der großen Kajüte rausläuft. Du nickst ihm einfach nur zu, deutest auf die Richtung. Das ist natürlich also ziemlich schwer zu sehen, aber du hattest gesehen, wie denn der Dukatengardist in den Maul hing, kurz rumgewirbelt wurde und dann mit einem es war kein Schreien, sondern eher ein hasserfülltes Brummen, fiel er dann auf die andere Seite ins Wasser. Gonnach stürmt gerade von der Kajüte nach draußen, blickt kurz nach zu Boltax, zu dir und springt dann über Wasser. Sehr gut, dann würde ich mit meiner anderen Aktion meine Waffe ziehen und ich bin fertig. Mhm. Im Übrigen, der Somnigaris dauert nur 4 Aktionen. Bitte. Gut, Diamantis ist fertig. Nächste Kampfrunde. Dann sind 2 Aktionen durch. Du hast 2 Aktionen durch, aber mir. Ja, ich würde dann die Seeschlange mal säbelziehen und die Säbelzieher zustürmen. Mhm, dann beweg dich deine Geschwindigkeiten. Die Seeschlange. Versuch mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Sie hat da die Sinneschärfe schon gewürfelt, jetzt kommt die Selbstbeherrschung. Und sie verteidigt ihre Beute gegen ihren erklärten Feind. Das heißt, ihr könnt ein weiteres Knacken und Spannen von Holz hören. Und jetzt könnt ihr aus dem Inneren des Schiffes auch Rufe hören. Wasser im Deck! Die Seeschlange ist fertig, beißt nicht weiter nach einem von euch. Die Rausrotzer. Ich glaube, die können... Rotzer sind noch am Laden. Genau, die letzte Kampfrunde, ne? In der nächsten dürfen sie schießen. Genau, in der nächsten dürfen sie schießen. Ausgerichtet wird auch schon so ein bisschen teilweise. Boltax ist durch. Rafim. Rafim hat sein Schwert in der Hand. Übrigens nicht im Halbschwert, weil man die Seeschlange eh nicht umreißen kann. Dahin. Ja. Aktion, Position. Eine Aktion, Position, ja. Dann möchte ich sie hauen. Machen wir mal einen 8er Wuchtschlag, sonst machen wir eh keinen Schaden. Kommt jetzt der Moment für Hammerschlag. Danke. Ich weiß nicht, ob die Seeschlange darauf reagiert. Was hast du gesagt? Ist es ein Wuchtschlag? Ist nur ein Wuchtschlag, richtig. Ja, also mach mal deinen Schaden. Schlange, ne? Ja, und 20. Einfach in den Körper, nehme ich an. Genau, einfach in den Körper. Also du schlägst nicht auf den Kopf, sondern so ein Ding, was gerade von den Dukatengardisten angehackt wird. Und 24 ist über der Wundschwelle. Dementsprechend schlägst du ein großes, fleischiges Stück aus hier raus. Und sie muss auf alle Fälle eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Die schafft sie. Auch relativ einfach. Aber du hast jetzt auf alle Fälle den Zorn von ihr geweckt. Und die Beute wehrt sich. Dann, Rafim ist durch, Diamantes. Hab meine Zeit hier oben auf der Seeschlange genossen und springe, während sie ihr Maul ein wenig hebt, aufs Deck runter und möchte zum Aal laufen. Wie weit ist das? Ja, komme ich mit einem Sprint hin. Ich gebe dir eine Körperbeherrschung oder was willst du haben, um darunter zu springen? Sie ist gerade auf, ich würde sagen, 4 Metern Höhe, also eine Körperbeherrschungsprobe plus 4. Gehe ich erstmal hier hin und Körperbeherrschung plus 4. Dann nimmst du jetzt den schönen Rausrotzer an ihren Erfolg. Ja, also wenn schon, dann soll der richtige Mann den Schuss nehmen. Euer Geschützmeister. So, das sind 8 Punkte über, damit kann ich meinen ganzen Sturz abfedern. Genau, du bekommst 4W6 minus 4, kannst 4 Würfel oder mehr rausziehen und bekommst dementsprechend keinen Schaden. Und dann rüberlaufen zu den Geschützmeistern, die beiseite stoßen. Ausgerichtet ist bereits. Drückst nochmal den ersten Aal rein. So, ich nehme den Schuss. Damit ist Rafim fertig. Diamantis ist durch.
nächste Kampfrunde. Genau. Die Seeschlange wird ohnmächtig. Jetzt geht der Zauber durch. Warte, nein. Dein Zauber geht in Aktion 3 und 4 durch. Die Seeschlange hat noch einen Angriff. Nee. Doch. Aktion 4 war in der letzten Runde. Ist das so? Ja. Geht der Zauber jetzt durch oder der Zauber, wird er jetzt gesprochen? Der Zauber geht jetzt durch. Ja, ich habe den Zauber schon gesprochen. Dann lies mal bitte die Beschreibung von dem Zauber durch, vom Somnigravis. Ja, mache ich gleich. Wenn sie Schaden bekommt, wird sie wieder wach. Nee, in der Ohnmachtsvariante nicht. Ach eine so, geschärfte okay. Version, die mit gekürzter Zauberdauer das Opfer selbst mitten im Kampfgetümmel schlagartig in Bewusstlosigkeit versinken lässt, aus der es für ZFP-Stern-Kampfrunden, also 2, kaum wieder zu erwecken ist. Also sie ist jetzt nur 2 Kampfrunden ohnmächtig. Richtig. Ah. Hab ich ja gesagt. Hm, gut. Das ist blöd, dann greife ich Rafim später an. Okay, du bist mit deinem Zauber durch, dann Abelmir, 16. Ich würde bei Pasch Assar rufen und meine Armschiene aktivieren, meine linke, und mit einem 10er Wuchtschlag die Schlange attackieren. Ja, deine auslösende Armschiene wird was tun? Sie steigert meine Attacke um 10, meine Ini ebenfalls um 10 Punkte. Okay, und dann machst du einen Wuchtschlag wie viel? Plus 10. Hast du nicht einen Bonus bekommen, weil die Seeschlange ist ohnmächtig ist und sich wehren kann? Sie ist ein wehrloser Gegner. Ja, aber Abelmir kriegt den Bonus noch nicht. Sie kann sich ja vermutlich nicht wehren. Noch nicht. Also noch ist sie nicht ohnmächtig. Du kriegst noch keine Erleichterung. Doch, sie ist jetzt ohnmächtig. Weil du vorgezogen mein hast. Zauber, ja, gut, mein gut. Zauber ist doch in der vergangenen Runde schon durchgegangen. Ja, na gut, dann sie ist schlafend ohnmächtig, das heißt eine minus 8. Ja, blöd. Könnte ich die jetzt schon mit einrechnen? Ja, kannst du machen. Also plus 18 dann. Mhm. Abelmir, ich bin begeistert. Oh, das ist mein Kapitän. Jetzt fangen mal die richtigen Sachen an. Der Rüstungsschutz von der Seeschlange ist übrigens nur 3. Das ist also gar nicht so viel. Das ist die nächste Wunde. Würfen wir eine Trefferzone? Sie muss die Selbstbeherrschungsprobe eigentlich gar nicht würfeln. Zum Unterdrücken bzw. zum Wachbleiben, weil sie sowieso schon in Ohnmacht ist. So, 30 minus 3 sind 27 und Rafim hatte wie viel gemacht? 18. 24. 24 minus 3 sind 21. Okay. Aber da war das keine Runde. Genau, aber sie hat es eh geschafft, also. Ja, richtig. So. Dann war Abelmir fertig. Die Seeschlange kann nicht, die würfelt auch keine neue Initiative. Die Rausrotzer werden beiseite gestoßen. Ja, die Rausrotzer haben fertig geladen und begeben sich jetzt schnellstmöglich zu den Rotzen. Also, gut, das heißt auch, die wirst du der drehen. Rotze hier. Jo, alles klar, dann werden die sich ebenso dann auch positionieren und drehen. Die obere Rotze wirst du wahrscheinlich nicht drehen, das ist nicht so gesund für das Schiff, aber die andere kannst du auf alle Fälle dann bereit machen. Ja, entweder für euch selber oder dann für Yamantes. Weißt du was? Ihr habt noch Rausrotzer da oben, das heißt, du kannst mit der Rotze schießen. Jawohl. Das ist was ist das, eine mittlere Rotze oder eine leichte? Da oben sind die mittleren, wir haben keine leichten. Okay, dann würfel mal bitte einen Fernkampf, Artillerieschlag. Die Entfernungskategorie. Gegen die 18? Die genau. Entfernungskategorie würfel einfach, gar nicht gucken. Genau, würfel einfach mal deinen... lohnt es sich... Jetzt gucken. Genau, dann lohnt es sich auf alle Fälle mal nachzurechnen. In der Fernkampftabelle... Die Seeschlange ist nach den geänderten Größenkategorien. Nein. Für Belagerungswaffen gelten andere Größenkategorien. Mittel ist eine Fläche von 10x10 Schritt in einem Mauerabschnitt, kleiner Turm. Ja. Groß ist ein ganzes Schiff. Dann nehmen wir so 10x10 Meter. Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Genau, dann ist es plus 2 aus der niedrigen Distanz, minus 2. Wind ist egal. Wind ist egal. Demnach ist das geschafft. Okay, mehr war das nicht? Alles andere ist erstmal irrelevant. Schadenstabelle gegen ein Einzelziel, 5W6 plus 8. Und das Laden, zumindest mit der, dauert dich jetzt 80 Kampfrunden. Sprich, das Stopfen von Schwarzpulver, das kannst du also für den Kampf weiter vergessen. Nicht würfeln? Doch, jetzt.
sind 27 minus 3, 24 plus. SP. Achso, war da der plus 8? Also ist da noch ein Entfernungsmodifikator? Plus 2, zumindest laut Buch. Dann nehmen wir die einfach mal. Ich glaube, das macht bei den vielen Lebenspunkten, die haben, nicht so viel Unterschied. 27, 24, 25 SP. Das war die 16 Boltax. Ja, ich würde mich weiter hier hinbewegen. Sowohl Magistra Kohlraab als auch Maciejska Paligan werden jetzt beide Ignisferi ansetzen und auf eine hintere Stelle zielen. Das heißt, es wird weder ein Teil von ihr hier abgesprengt, noch irgendwo hinten oder der Kopf. Denn dort sind dann Mannschaftsmitglieder in Gefahr, sondern irgendwo der hintere Teil wird dann mit einem Ignisfero-Feuerball jeweils dual gezaubert. Also beide würden dann relativ gleichzeitig einschlagen, gesteuert. Die haben sich wohl also abgesprochen. Und dann würde ich einfach mal gerade mal Rafim, würfel mal 5W6. Ja. Und Diamantes kann. Nee, Diamantes hat seinen eigenen Schaden. Die Mannschaft kann auch nochmal 5W6 machen. 16 minus 3 sind dann nur 13 SP. Ist bloß ZFP halb, oder? Aber hilft ihr Rüstungsschutz denn gegen magischen Schaden? Gegen ein Ignisfero, ja. Ah, okay. Und einmal 15 SP. Und dann können wir gerade nochmal angucken, wie viele ZFP halbe da übrig bleiben. Ich würde einfach mal sagen, die haben alle aus. Die haben einen, weiß ich nicht, 10er Wert. Ja, Seekriegsmagie. Also, Kohlraab gebe ich einen 10er Wert. Das heißt, da kommen nochmal 5 oben drauf. Und Maciejska, die ist Seekriegsmagierin, der gebe ich eine 15. 15 halbe sind 16, sind 8, die dann noch oben drauf kommen. Naja, das ist ein Hauszauber bei denen. Da ist 15 schon. Die ist aber nur Adepta, ne? Also Minor. Achso, ist das keine Magistra? Nee, das ist Adepta Minor. Die kommt frisch von der Akademie. Gut, dann, Voltax ist, glaube ich, fertig. Rafim. Genau. Ja, Rafim wird natürlich offensiv umwandeln, weil jetzt müssen wir rein. Ich erschwere mir meinen Angriff um 13. Ja, du kriegst nur minus 8 durchschlafend. Genau. Also ist es eine 5. Das sind natürlich alles reine Wuchtschläge. Ich greife natürlich dreimal an. Beim dritten Mal nehme ich natürlich den Schaden raus. Also die Erschwernis ist die gleiche, aber ich kriege nur plus 1 Damage, plus 9 Damage in dem Fall. Also ist einmal plus 13. Plus ich 3. nehme jetzt einfach mal exemplarisch 10 Trollzacker. Alle würden einen Hammerschlag ansagen. Das sind 10 W20. Schauen wir mal, wie viele von den Hammerschlägen treffen. Ja, einer hat gekrittet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Hammerschläge. Einer kritisch, den werde ich gerade nochmal gucken, ob wir den bestätigen können. 4 bestätigt. Dann würde ich einfach mal bitten, Abelmir, würfel mal bitte den gekritteten Hammerschlag mit einer Barbaren-Streitaxt. Sind 3W6. Wie viel Körperkraft haben die? Ja, ich überlege gerade. KK von 16, 17. Das heißt 3W plus 5. 7? 5? Plus 5. Plus 5. 3W6 plus 5? Plus 3 plus 2 ist Körperkraft. Okay, das sind 18. In einem Hammerschlag 18 mal 3 sind 54 und durch den Crit werden sie weiter verdoppelt. Sind 102, nee, 100, ich muss gerade mal gucken, mal 2, 108. 108 von dem ersten. Dann haben wir noch 6 weitere Hammerschläge, da kann gerne mal Boltax. Ja. Boltax würfel mal 2 Stück gleich. Bei W20, das ist klar. Bitteschön. Nee, nicht die W20, sondern nur den Schaden. Also die haben auf alle Fälle schon getroffen. Achso, okay. Es geht jetzt nur noch um den Schaden. Okay, das sind wie viele? 3W6 plus 5, genau. Ja, plus 5 habe ich jetzt noch nicht. Das sind nur Hammerschläge, das sind keine gekritteten.
Ja, dann 3d6 plus 5, um der Seeschlange ordentlich einzuheizen. Wären 12 plus 5 sind 17 und... 17 mal... Und 10 plus 5 sind 15. 50, also so roundabout 50 Stück, und dann sparen wir uns das einfach mal und sagen einfach mal 6, weil 6 Schläge ankommen. Das sind also grob 300 SP, die jetzt von den Trollzackern gemacht werden. Die Dukatengardisten schlagen natürlich auch, das sind dann aber eher Wuchtschläge und keine Hammerschläge, die werden also nicht ganz so sehr massiv werden. Rafim, du hattest umgewandelt, ne? Komplett, ja. 28 minus 3, 29 und 27 sind bam, 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 25, 25, 25. Und nach Rafim kommt Diamantes. Du hast deinen schweren Apunal. Nee, schweren Aal. 6W plus 10. Genau, 6W6 plus 10, wenn du getroffen hast. Kannst du auch Damage erstmal die reinlegen, Artillerieprobe. Oder nicht? Diamantes, kann ich auch noch Schaden in den Wurf reinlegen? Klar, ich möchte aufs Auge zielen, auf das nun geschlossene Auge. Kannst du nicht, weil du keine Tierkunde für Seeschlangen hast. Okay, dann sage ich da einfach mal eine Plus. Also du kannst sowas immer machen, aber durch Nick heute bringt dir das nichts. Du musst immer die Tierkunde beherrschen, damit du Rüstungszonenansagen effektiv ansagen kannst. Also okay, an dem Nick heute vorbei. Sage ich einfach eine Plus 12 an zur Schadenserhöhung. Ja, dann würfel mal deine Probe. Das ist plus minus 0, wegen... Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann es sein, dass bei einer Artillerie auch der 19 Patzer ist? Nein, das ist bei Torsionswaffen. Okay. Bei was? Bei Torsionswaffen? Nur bei experimentellen. Und im Schiffskampfsystem. So, das von Efferzwogen, aber das zählt ja nicht als normaler Angriff. Naja, eigentlich schon. Also möchtest du Schicksalspunkten? Ich habe kein Chip. Dann habe ich nicht getroffen. Möchte die Mannschaft einen Schicksalspunkt benutzen? Also Abelmir, Boltax. Warum nicht einen der Katzen? Ja, ich setze einen Scheißwort drauf. Gut, Abelmir benutzt seinen Schicksalspunkt für die Mannschaft. Dann würfel die 19 neu. Du möchtest nämlich nicht mit dem Ding patzen. Gut. Okay, dann ist es die 9. Dann machst du Schaden 6W6 plus 10. Mit einem schweren Plus 4 aus der Distanz. Also 6W6 plus 14. Ich hatte eine Ansage von 12, nicht von 10. Da kommen noch 2 Punkte rauf, also 41 Schaden. Ja, da sind die Trollzacker besser. Aber das liegt eben auch nur daran, dass sie aktuell angreifen dürfen. Was hast du gesagt? 41 minus 3 sind 38. Okay. Dann ist die Kampfrunde fertig. Und die nächste Kampfrunde beginnt. Abelmir. Ja, gleiches Spiel wieder, plus 10er, Hammerschlag, Wurfschlag. Boltax hat sogar Kampfrunden, ne? Kampfrunden. Genau, also 2 Kampfrunden, das ist jetzt die letzte, wo sie bewusstlos ist. Ja, danach greife ich Rafim aber sowas von an. Ich muss weg. Sie kann sie nicht wehren? Doch, ja, ja. Machst du wieder eine plus 18 oder was war das? Ach ja, plus 18, stimmt, der kann ich ja machen. Ja, du, also musst du nicht. Aber mir, die will mich angreifen, tu dein Möglichstes. Also, beziehungsweise die Trefferzone ist fast egal. Ich würfel, ich muss keine Wunden unterdrücken, weil ich schlaf sowieso. Schon ekelhaft, dieser Zauber, okay. Zahlreiche Fleischstücke, die aus ihrem Leib weniger Leib machen. Dann ist Abel mir fertig, Fragezeichen? Ja. Die Seeschlange kann noch nichts machen, wollen die Rausrotzer noch irgendwas tun? Hattest du schon geschossen mit der Rotze? Ja, hattest du schon. Ja, mit der Rotze hatte ich schon geschossen. Dann kannst du eigentlich wenig mehr machen. Genau, ob der
absurd langen Ladezeit von Rotzen sind die Rausrotzer jetzt erstmal damit beschäftigt, nicht im Weg rumzustehen. Genau, und eine zweite Rotze laden, ja, weiß ich nicht, ob das nötig ist. Die werden auch nicht in den Nahkampf gehen. Also das ist nicht ihre Aufgabe, da haben sie nicht den Mut für. Die stehen dann auch vor allem den Treuzackern nur im Weg. Gut. Ja, die räumen jetzt hinter Diamantis auf, damit der Ballone weiterspielen kann. Voltax, hattest du schon was gemacht? Nee, ich habe noch nichts gemacht. Und ich habe ja meinen Vulkan, meinen Bernstein durch, den ich ja über die versteckte Klinge führe. Das heißt, ich kann da auch einen Wuchtschlag reinlegen, beziehungsweise das entsprechende Manöver. Und da der Schlangenleib ja sehr schlaff da vor mir liegt momentan, steche ich zweimal auf ihn ein. Einmal mit 8er Damage-Ansage, also plus minus 0. Ja. Das wäre getroffen. Das wäre dann 1d6 plus 9. Was ist das denn? Bernstein-Dolch? Oder? Genau, das ist mein Bernstein-Dolch. Das wären 13 Damage. Und einmal mache ich nur plus 2, ja, das wäre dann auch plus minus 0. Und das wäre getroffen. Ist ganz dankbar, der Gegner, weil er nur einen 3er Rüstungsschutz hat. Da kann sogar Boltax ein bisschen helfen. Ja, man tut, was man kann. Boltax. 6 plus 3. Können wir mal Raphim machen? Ja, ich wiederhole das gleiche Spiel wie gerade eben. Ja, 3 umgewandelte Attacken. Diamantis. Ich habe da gerade mein Ziel getroffen, bin mit dem Schuss nicht außerordentlich zufrieden. Ich renne hier runter. Ja. So. Wo geht's runter? Da drüben, ne? Der Seeschlangenleib liegt sich hier drum. Da musst du auf alle Fälle nochmal Körperbeherrschungsprobe machen, damit du da drüber springen kannst. Ja, dann mache ich erstmal das. Setz mich hier hin und dann Körperbeherrschungsprobe. 27 minus 3 sind wieder, ich schreibe einfach mal 25, 25, 25 auf. 8 Punkte. Ja, das soll mir genügen. Dann kannst du auf alle Fälle den Trollzacker nicht im Weg rumstehen, bleibst aber da irgendwo stehen hinter denen. So, ja, mit Sprint komme ich. Okay, die Trollzacker sind natürlich auch wieder unermüdlich beim Schlachten. Weitere Trollzacker, die aus dem Bauch strömen, weitere Rufe, Wasser im Deck. Und ich würfel noch einmal 10W20. Gott, sind da viele Einsen. So, 15 hat getroffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder 7 Stück. Die Mannschaft darf gerne mal zweimal bestätigen. Janus. Das ist bestätigt. Mannschaft. Dann die Mannschaft darf die Einsen einmal auswürfeln. Das waren die 3W6 plus 5. Und die würfeln wir einfach nur einmal. Das war plus 5, also plus 10 sind 15. 15. 15 mal 3 sind 45 und mal 2 für den Crit sind nur 90. War nicht so gut. Aber zweimal 90. Und die anderen 5 treffen nur normal Hammerschlag. Die darf Boltax auswürfeln. Alles klar. Wieder nur den Schaden. Genau, oder? Die haben schon getroffen, sind 3W6 plus 5. Ja, alles klar. 3W6 plus 5. Oh. Sind nur 33. Aber das reicht. Damit könnt ihr sehen, wie sich der Seeschlangenleib, die Umklammerung, die sich um die mondsilberne Drachengetöter gelegt hat, wird weniger Druck aufbauen. Das Holz gibt wieder so ein bisschen nach, weiteres Wasser, was nachströmt, und dann platschen zu jeweils beiden Seiten der riesige, massive Leib auf die Oberfläche und versinkt dann nach und nach in einem blutigen Meer. In einem Strudel wird es nicht geben, aber ihr könnt dann noch den Kopf abtrennen, wenn ihr gemeinsam dann noch einmal hackt. Der gibt dann ein bisschen nach, zerdetscht nochmal die Reling. Einige Masten, die dann wohl auch noch gefährlich geknackt haben. Die Segel sind so ein bisschen beschädigt.
weil Abel mir noch den Befehl gegeben hatte, dass man Segel setzen soll. Das wurde dann wohl auch noch getan. Bewegt habt ihr euch aufgrund der riesigen Masse nicht mehr. Aber ihr habt auf alle Fälle massiven Schaden am Schiff. Die Seeschlange allerdings habt ihr getötet. Und so könnt ihr sehen, wie da 1O und eure seelenkundige Geweihte aus dem Schiff ebenso nach draußen kommen und entsetzt auf den toten Leib blicken.